Wahrscheinlich hast du schon Predigten über das Buch Esther gehört oder selbst darin gelesen, darin studiert. Der Satz, der uns am meisten in Erinnerung ist, der wird von Mordechai, dem Onkel von Esther, zu ihr gesagt. Er sagt: Und wer erkennt, ob du nicht für eine Zeit wie diese zur Königswürde gelangt bist? Für eine Zeit wie diese, geboren für eine Zeit wie diese. Und ich habe einfach den Eindruck, dass ich dir das auch weitergeben möchte, dass du für einen Zeitpunkt wie diesen geboren bist. Gott hat vor deiner Geburt schon dich im Plan gehabt. Du bist bestimmt für eine Zeit wie diese. Du bist nicht in einer Zeit geboren, die hunderte von Jahren zurückliegt, oder geboren in einer Kriegszeit oder wie auch immer in früheren Zeiten geboren, sondern du bist für diese Jetzt-Zeit geboren. Und der Herr ist dabei, dein Leben so zuzubereiten für diese Zeit. Du hast eine Bestimmung und einen Auftrag von ihm bekommen. Vielleicht denkst du, in meinem Leben sind aber so viele Fragezeichen, da ist so viel Unbestimmtes. Ich weiß gar nicht, wie das bei mir weitergehen soll. Ich möchte dir sagen, Gott hat Gedanken über dich, die hat er schon vor deiner Geburt gehabt. Er möchte, dass du in deine Bestimmung hineinkommst. In Jeremia lesen wir, dass Gott sagt: Denn ich weiß, welche Gedanken ich über euch habe. Ich habe Gedanken des Friedens, euch eine Hoffnung und Zukunft zu geben. Du bist nicht irgendwie aus dem ganzen Konzept Gottes herausgefallen, sondern genau bestimmt für diese Jetztzeit. Geboren für eine Zeit wie diese. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, diese Stagnation, die du vielleicht empfindest, oder dieses zurückgesetzt fühlen, oder dieses zurückgehaltene, oder dieses: Ich bin so müde, in diesen Dingen zu laufen und ich verstehe eigentlich auch gar nicht, wozu ich geboren bin, dass du das bewusst ablegst und dass du sagst: Herr, zeige mir, offenbare mir deine Pläne, offenbare mir, wie du dir mein Leben vorgestellt hast. Bring mich in die Bestimmung, die du für mein Leben hast. Dann bete doch: Herr, dein Feuer brennt in mir. Stell meine Kraft wieder her. Lass deine Gunst über mir sein. Schaffe neue Wege. Öffne Türen, die niemand verschließen kann. Und verschließe Türen in meinem Leben, die niemand öffnen kann. Und ich will dir danken für deinen Sieg in mir. Ich werde leben und nicht sterben und die Werke des Herrn verkündigen. Ich will dich sehr ermutigen, das zu deinem Gebet zu machen. Vielleicht nicht nur einmal, sondern einfach da hineinzudrängen, dass Gott dein Leben geplant hat. Du bist geboren für eine Zeit wie diese, für eine Jetztzeit. Gott hat mehr für dich.